Dann kommen wir zum Tun. Wenn ihr euch nur um ein Ding kümmern wollt, weil ihr keine Zeit, Lust habt, euer Livestreaming oder Videokonferenzen zu verbessern, dann sollte es Ton sein. Klingt ein bisschen komisch, weil wir sind ja in Videokonferenzen, aber am Ende ist entscheidend, dass Menschen euch hören, verstehen, was ihr sagt. Das einfachste Setup ist ja immer, ihr klappt euren Laptop auf, ihr habt eine Webcam und ihr habt ein internes Mikrofon. Das ist gleichzeitig auch die schlechteste Lösung. Also ist erstens meistens nicht besonders gut, nimmt wahnsinnig viel Umgebungsgeräusche mit auf, ist weit von euch entfernt. Das ist eigentlich immer das Entscheidendste bei einem Mikrofon, dass es nah zu eurem Mund ist. Denn je näher das Mikrofon zu euch ist, desto eher kann es Umgebungsgeräusche ausblenden. Das interne Mikrofon, das wird ein paar Euro kosten, das was da verbaut ist. Das was ich hier gerade umhabe, ist so ein Profi-Ding, das liegt dann so bei 600 Euro. Und beim Mikrofon gibt es halt auch alles dazwischen. Also ihr könnt ein paar Euro investieren, ihr könnt ein paar hundert Euro investieren, ihr könnt auch ein paar tausend Euro investieren in ein Mikrofon. Also es gibt natürlich auch überteuerte Mikrofone, aber grundsätzlich ist es schon so, je mehr man in ein Mikrofon investiert, desto bessere Qualität. Wir verwenden jetzt mal kurz den Zoom-Ton, den internen Mikrofon-Ton, der klingt dann so, wie er gerade klingt. Und wenn wir dann umschalten auf das externe Mikrofon, das ich gerade anhabe, das ich eben hier direkt trage, dann klingt das eben so und dann hört ihr sehr deutlich den Unterschied. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar verschiedene Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Also alles ist besser als ein internes Mikrofon. Jetzt geht gerade noch mein Lüfter zum Beispiel an. Das können wir jetzt auch noch mal kurz mit einblenden. Und dann wird schon richtig schwierig, weil dann hört ihr einfach permanent so ein Rauschen im Hintergrund. Und das ist einfach super unangenehm. Das kriegt man oft auch gar nicht mit. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf mein Mikrofon. Auf das hier, dann werdet ihr hören, dass von dem Rauschen von dem Laptop gar nichts mehr da ist, weil das eben sehr klar abgegrenzt ist. Nehmt irgendein Mikrofon, das extern ist, das verbessert schon mal die Qualität. Und wenn es einfach nur das Headset ist, das ihr mit eurem Smartphone mitbekommen habt, wo ihr eure In-Ear habt, wo nochmal ein Mikrofon mit dranhängt, das ist schon mal deutlich besser als das, was intern passiert. Ich hole mal hier ein Mikrofon mit an. Das ist so ein klassisches Podcast oder auch Livestreamer-Mikrofon. Die hängt ihr in der Regel per USB an euren Laptop. Das wird als externes Mikrofon erkannt. Das muss auch gar nicht im Bild sein. Also wenn wir jetzt hier das Laptop-Bild nehmen, könnte das auch so stehen. Auch hier ist es natürlich wieder, je näher das Mikrofon zu eurem Mund, desto besser. Die Mikrofone haben verschiedene Charakteristika. Die können entweder gerichtet sein, dann ist es tatsächlich wichtig, dass das Mikrofon auf euch zeigt. Aber viele haben auch einfach eine Kugelkopf-Charakteristik. Das heißt, die nehmen alles drumherum auf. Hat den Vorteil, dass man nicht so genau aufpassen muss, dass man wirklich direkt reinspricht. Hat den Nachteil, dass es Umgebungsgeräusche aufnimmt. Manchmal will man das, zum Beispiel wenn mehrere Leute im Raum sind. Und ihr kennt das, wenn ihr, weiß nicht, mit drei Laptops im Raum seid und dann noch eine vierte Person dazu holt, dann habt ihr oft so Rückkopplungen. Dann müsst ihr eben gucken, dass ihr nur ein Mikrofon aktiviert in einer Zoom-Konferenz zum Beispiel oder generell in einer Videokonferenz. Und dann ist aber schon wieder der Nachteil, wenn dann nur das eine Mikrofon von einer Person verwendet wird, dass die anderen nicht gut zu hören sind. Und da sind eben solche Mikrofone gute Lösungen. Eine andere Möglichkeit, Ton in Videokonferenzen zu kriegen, sind die sogenannten Telefonspinnen, die ja zum Teil einfach schon seit vielen Jahren in unseren Büros rumstehen. Die Grundfunktion ist, dass die auch eben Mikrofone in alle Richtungen haben und ich um einen Tisch mit einer großen Gruppe sitzen kann. Und alle können sprechen, werden gleich gut gehört. Das Schöne ist, dass so moderne Videokonferenzen wie Zoom oder auch BigBlueButton und viele andere die Möglichkeit haben, dass ich mich per Telefon zusätzlich einwähle. Telefon hat häufig den Vorteil, dass die Qualität relativ gut ist, dass es stabil ist, unabhängig von meiner Telefonleitung, dass ich zum Beispiel auch gut Leute einbinden kann, die halt irgendwo nicht urban sitzen oder selbst urban hat man ja manchmal nicht so guten Internetempfang und trotzdem funktioniert alles gut. Und das kann ich eben zusätzlich einwählen in meine Videokonferenz und mache dann darüber den kompletten Ton und das Mikrofon und alle im Raum hören einen gut. Falls sowas nicht möglich ist, haben die häufig auch noch einen Anschluss, den man dann ganz normal am Laptop anschließen kann. Das klassische, wie ich ein Headset anschließe mit Mikrofon und Lautsprecher, schließe ich das auch an. Man muss in meiner Videokonferenzsoftware eben auswählen, was ich für einen Ausgang haben will und was für einen Eingang und dann funktioniert das auch.
Und eben, wenn ich Telefonaudio verwenden will, dann gibt es dafür auch meistens einen großen Button, die Software zum Beispiel Zoom fragt mich danach, ob ich Telefonaudio statt Computeraudio verwenden will, dann kriege ich da einmal Daten und dann wird das miteinander verknüpft. Das waren jetzt eher zwei Fälle für eine Gruppe. Und individuell ist eben auch, was ja viele haben, dann irgendwie irgendeine Form von Bluetooth-Kopfhörer. Die kann ich auch wieder mit meinem Laptop verbinden. Muss dann entsprechend beim Mikrofon eben auswählen, dass das Ganze über Bluetooth-Kopfhörer funktioniert. Und auch das kann man jetzt mal kurz machen. Also wenn ich die jetzt aufziehe. Ah, jetzt hat es gerade umgeschaltet, genau. Also jetzt solltet ihr einen deutlichen Unterschied hören zu dem, was wir gerade hatten. Und wenn wir dann wieder umschalten auf den Headset-Ton, ist der Unterschied noch mal krasser. Das Ding ist, man sieht halt immer ein bisschen aus wie ein UFO, so, das irgendwie auch ein bisschen normal geworden, aber es hängt halt immer sehr von der Anwendung ab. Also wenn ihr nicht 8 Stunden mit Kopfhörer auf dem Ohr rumsitzen wollt, ist es sehr verständlich. Aber genau, wenn ihr es einfach abschaltet und euch nicht kümmert und das Ganze nur über den Raumton macht, dann ist der eben entsprechend auch schlechter für eure KollegInnen. Wenn ihr halt sowas wie das hier, so externe Headset-Mikrofone mit reinbringen wollt, dann braucht ihr sowas, eine sogenannte DAW, also einen digitalen Analogwandler. Und der funktioniert so, dass ihr einfach Anschlüsse habt. Das Wichtigste ist USB und dann wird das wieder als externe Quelle erkannt. Und dann könnt ihr hier vorne Mikrofone anschließen. Bei professionellen Mikrofonen ist eben so, dass ihr dann auch sogenannte Phantomspeisung braucht. Deswegen braucht ihr solche Geräte. Also da muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und darüber könnt ihr dann eben solche Mikrofone mit in euer Setup einbinden. Könnt eben über Lautsprecher oder auch über In-Ear-Kopfhörer die anderen hören und habt eben den Vorteil, dass ihr nicht ständig Kopfhörer auf dem Ohr habt. Je mehr Einstellungsmöglichkeiten man hat, kann auch die Stimme nochmal Dichte mehr Fülle geben. So. Aber da kann man auch viel kaputt machen. Deswegen im Wichtigsten ist erstmal gute Mikrofone zu haben und die zu verwenden und dann im zweiten Schritt dann das Ganze nochmal zu verbessern.